Konnichiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren React-Folge zu den zum realen Irrsinn. Und das Ganze ist vorgeschlagen worden von Minato Namikaze und das seht ihr jetzt hier oben eingeblendet. Gut, und zwar, es geht um einen Bauantrag. Jetzt kann man sich überlegen, Bauanträge braucht man für Wohnungen, für Häuser, für Parkplätze, Einkaufszentren. Und für den Bauantrag, den um den es jetzt hier geht, den habt ihr garantiert alle zu Hause um das Objekt. Aber ich wage zu bezweifeln, dass irgendjemand von euch dafür einen Bauantrag gestellt hat. Das heißt, wenn das Schule macht, dann sind wir alle illegale Bauer. Soll ich euch sagen, um was es geht? Um einen Bauantrag für einen Kleiderschrank. Einen Kleiderschrank. Ich bin ich bin bei uns in der Wohnung aus der Nummer raus. Ich habe Beweisfotos, dass den Kleiderschrank mein Mann gebaut hat. Der müsste dann dafür gerade stehen und nicht ich. Ich habe die Betten gebaut. Dafür brauchen wir keine Bauklima. Aber wenn man für den Kleiderschrank braucht, dann muss man mal sich Gedanken machen. Lieber Kistenkater, wir sollten mal auf die Stadt gehen und fragen, ob wir einen Kleiderschrankbauantrag brauchen. Ja, warum, wieso, werden wir uns jetzt hier zusammen angucken. Wir wechseln mal rüber in den Live-Bereich. Ey, es ist, hier steht es. Ja, also Bauantrag für Kleiderschrank. Solche unsinnige Dinge gibt es in unserem schönen Lande hier. Wir schauen uns das Ganze zusammen an. Rein geht's. Aufregung im Westerwald. Denn Landwirt Thomas Anhäuser hat sich mit dem Gesetz angelegt. Der Westerwald ist ein schönes Teilgebiet in unserem Land und ich finde das richtig schön. Ich finde das auch immer so wunderbar, was sie auf dem Müllschild haben. WW. Westerwald. Und ich hoffe, dass es nicht um diesen Schrank geht, denn das ist eine schöne Antiquität, würde ich sagen. Ansonsten, ja, mal gucken, was es wie die Sache am Ende zu Ende gegangen ist. Ich amüsiere mich jetzt schon im Vorfeld. Ich habe keinen Bauantrag gestellt und das wird mir hier zur Last gelegt. Kein Bauantrag, ja, jetzt könnte man natürlich denken, so nach dem Motto, ja gut, du hast ein Haus gebaut oder du hast eine Gartenhütte irgendwo hingestellt. Nein, es geht um einen Kleiderschrank, aber ein Kleiderschrank. Genau, er hat einen Schwarzbau hingestellt. Nein, nicht das Wohnhaus hier, sondern diesen Schrank. Genau, er verkauft frische Eier ist das nicht sein Grundstück? Oder ist das, weil das vor der Garage steht, dann schon wieder, das ist wie mit diesem eingezäunten Haus in Wuppertal, was glaube ich? Nein, weiß ich gar nicht. Das hatte ich die letzte auch wieder. Da hatte mir mein Mann geschickt, da hatte ich ja schon drauf reagiert, wo die Rentnerin in ihrem eigenen Haus eingezäunt worden ist. Die dürfte über 40 Jahre lang davor das Grundstück benutzen und jetzt fällt der Stadt plötzlich ein, dass sie es nicht darf. Ist das unsinnig? Also normalerweise gehören meiner Meinung nach Ausfahrten von Garagen zumindest anteilig dem Eigentümer des Grundstücks. Wir haben den Schrank vor ziemlich genau einem Jahr hier in Harrenburg auf dem Grundstück meiner Freundin aufgestellt, damit die Kunden leckere Kartoffeln, frische Eier auf Kasse des Vertrauens hier kaufen können. Heißt also, das Grundstück gehört seiner Freundin und damit hat die Stadt damit überhaupt nichts zu tun, was sie auf ihrem Grundstück baut. Wenn es kein Festbau, also eine Wohnung ist oder so, benötigt kein Bauantrag. Wie dumm kann man sein? Was für ein Schlipsträger hat da wieder sein Schlips so hochgezogen? Was auch sehr gut angenommen wird. Ja, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, dachte sich die Verwaltung des Westerwaldkreises und stellte bei einer Ortsbegehung fest, dass sie auf oben genanntem Grundstück Verkaufsstellen für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne eines Warenautomaten aufgestellt haben und betreiben. Ja, das ist ja auch ein toller Automat, der funktioniert so automatisch, so, man schmeißt oben ein und nimmt dann da raus. Ja, gut, okay, das ist der Vorläufer eines Automaten, aber das ist ihr Privatgrundstück. Genau, dieser alte Kleiderschrank ist ein Warenautomat.
Das sieht man doch. Ja, klar, ganz eindeutig. Wie dumm kann man sein? Also, ich sag ja, Behörden haben nichts zu tun. Denen scheint die Sonne wirklich auch an Stellen, wo sie beim normalen Menschen nicht hinscheint. Und dann werden sie so ausgeleuchtet, dass ihnen Licht aufgeht, aber in der falschen Art. Für mich ist der Schrank kein Automat. Der Schrank ist ein Schrank. Naja, die Kreisverwaltung. Ja, eben, das ist ein Schrank. Ein Schrank, auch wenn da Kartoffeln drin stehen. Ist halt ein Kartoffelschrank. Sagt das nun mal so und möchte einen Bauantrag sehen. Dafür braucht es nur einen Lageplan mit der Lage des Grundstückes, Darstellung der geplanten baulichen Anlage, Bauzeichnungen mit Bau- und Betriebsbeschreibung, Angaben der Art der gewerblichen Tätigkeit, Darstellung der Arbeitsabläufe, Betriebszeiten sowie Art der Produkte und anfallenden Abfallstoffe, der Lagerhaltung und der zu erwartenden Emissionen. Moment. Welche Emissionen? Das ist ein Schrank, aus dem Leute Kartoffeln in einer Papiertüte herausnehmen und Geld einschmeißen. Da gibt's keine Emissionen. Dieses ganze Antragsgedöns, das ist so unsinnig. Oh Mann. Ja. Gut, weiter. Aber das allein reicht noch nicht. Ich werde hier als Automatenaufsteller gesehen, obwohl ich hier nur die Produkte von meinem Hof verkaufe und müsste dafür noch mal ein extra Gewerbe anmelden, obwohl ich als Landwirt gemeldet bin, besteuert werde und an allen Programmen teilnehme. Ja, das ist klar, weil man muss ja gucken, dass man dem kleinen Mann, der sich ein paar Euro noch zusätzlich verdient, und dafür seine Zeit opfert und alles auch noch das Geld aus der Tasche zieht. Ja, man sollte langsam mal nachdenken. Auf der einen Seite wird darüber gejammert, dass hingeht, dass zu viele Leute auf der faulen Haut liegen. Auf der anderen Seite wollen Leute Geld verdienen und kriegen Steine in den Weg gelegt. So ein kleiner Nebenerwerb mit Schrank ist nun mal nicht für einen Erdapfel und ein Ei zu haben. Mm-mm. Ich habe die Nase voll von den Schreiben der Verwaltungen. Wir werden hier den Standort schließen. Die Kartoffeln werden dann leider nur am Wochenende am Café Graf verkauft, anstatt wie bisher mit 24/7. Und den Schrank werden wir dem Sperrmüll übergeben. Der schöne Schrank, ich würde den aufarbeiten und würde ihn in meine Wohnung stellen oder so. Oder vielleicht den Hühnern geben. Warum nicht? Wäre doch auch was Schönes. Schade. Aber wenn Sie den Schrank zum Sperrmüll auf die Straße stellen, erkundigen Sie sich diesmal bitte vorher, ob Sie dafür auch einen Bauantrag stellen müssen. Ja, wie? Was soll man dazu sagen? Dazu kann man nichts sagen. Das ist Unsinn. Hier. Wie, ich hab's ja eben schon gesagt. Da will einer sich was dazu verdienen, um vielleicht öffentliche Gelder zu sparen, weil er keine Zuschläge bzw. Hilfen beantragen muss. Und dann sowas. Ja, okay. Aber erst einmal danke, Minato, für den Vorschlag dieser Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß jetzt, was ich mache, wenn ich irgendwas rausstelle, einen Bauantrag vorherstelle. Mal gucken, wie die Stadt Frankfurt darauf reagiert. Aber ein schönes hat es jetzt. Wir wissen jetzt, dass man bald sich keine Gedanken machen muss, weil unser kleiner Schrank steht im Schlafzimmer innerhalb unserer Wohnung. Da müssen wir uns keine Gedanken drum machen. So. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, da wird es jetzt eingeblendet. Da wird es eingeblendet, genau. Und ich würde mich über eine Reaktion freuen, wenn sie vorzugsweise natürlich positive Art. Und wenn ihr Lust habt, geht rüber zu den Kollegen von Extra 3, da könnt ihr das Ganze auch. Ich habe es heute zweimal schon vergessen, fällt mir das auf. In der Videobeschreibung ist natürlich das Originalvideo verlinkt, ohne meine Kommentare. Und da ist auch der Twitch-Kanal verlinkt, falls ihr mir mal folgen wollt und das Ganze live miterleben wollt. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was man reacten könnte oder sonst irgendwas loswerden wollt, wie zum Beispiel Fragen für den 23. unten damit in die Videobeschreibung, nein, nicht in die Videobeschreibung, in die Kommentarsektion. Ich reagiere auf jeden Kommentar. Manchmal dauert es ein, zwei Tage länger, aber ich reagiere darauf. Und ja, dann bedanke ich mich für diese Woche. Von dieser Folge bei euch würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, tschüss, eure Josie.